herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es leckeres Hähnchengeschnetzeltes mit Apfel. Und dazu brauchen wir als erstes 500 Gramm Wasser. Einen Würfel Gemüsebrühe. 250 Gramm Äpfel in Stücke geschnitten und geschält. Und die sollen wir mit etwas Zitronensaft, also ungefähr 20 Gramm, beträufeln. Ich habe natürlich wieder meine Kühlschrank-Zitrone, ihr könnt aber gerne frische Zitrone nehmen. So, die Äpfel, die mische ich jetzt ein bisschen. Und danach kommen sie in den Varoma. Einfach reingeschüttet. Und es kommen noch 150 Gramm Lauch in Ringe geschnitten, einfach dazu. Danach geben wir in den Varoma Einlegeboden 500 Gramm Hähnchenbrustfilet in Stücke geschnitten, ungefähr 3 cm große Stücke, und hängen den Einlegeboden einfach in den Varoma ein, machen den Deckel drauf. Deckel vom Mixtopf drauf, stellen den Varoma auf und jetzt müssen wir 25 Minuten bei Varoma Stufe 1 einstellen und es garen lassen. So, das Fleisch ist jetzt fertig gegart. Ich werde jetzt mein Varoma zur Seite stellen. Den Inhalt umfüllen und warm halten. So, hier habe ich jetzt einmal das Hähnchenbrustfilet. Und da dazu kommen jetzt noch die Äpfel und der Lauch. Falls ihr zu diesem Gericht Kartoffeln dazu machen mögt, könnt ihr das übrigens im Gareinsatz einfach mit dem Fleisch und den Äpfeln und dem Lauch von Anfang an für die 25 Minuten mitgaren. So, wir machen jetzt mit unserer Soße weiter. Dazu müssen wir die Garflüssigkeit umfüllen. Von der Garflüssigkeit brauchen wir gleich 300 Gramm. 150 Gramm Sahne. 50 Gramm Cidre, oder wenn ihr keinen Alkohol nehmen mögt, könnt ihr auch den Cidre einfach durch Apfelsaft ersetzen. Ich habe das zum Beispiel gemacht. Ich habe jetzt einfach 50 Gramm Apfelsaft. Dann kommen 20 Gramm Speisestärke rein. Einen Teelöffel Senf. Einen Teelöffel Salz. Einen halben Teelöffel Pfeffer. Ich mache das jetzt mal per Augenmaß und einen halben Teelöffel Kerbel getrocknet. So, Deckel kommt wieder drauf. Das verrühren wir jetzt kurz 5 Sekunden auf Stufe 5 und lassen es anschließend 3,5 Minuten 100 Grad. Drei aufkochen. So, die Soße ist fertig. Ich werde sie jetzt noch kurz abschmecken. Gucken, wie es von der Konsistenz her. Ah ja, schön sämig. Mal schauen, ob noch irgendwie nachgewürzt werden muss. Mmh. Das schmeckt aber lecker. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschmacksrichtung. Also der Senf kommt schön raus. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt zusammen mit den Äpfeln und dem Lauch und dem Hähnchenfleisch schmeckt. Weil jetzt brauchen wir nur noch unsere Soße über die vorbereiteten und warm gehaltenen Sachen gießen. Das vermengen. Und nachher werde ich mir noch ein paar Nudeln dazu kochen. Und dann habe ich schon das Mittagessen fertig. Also ich finde, es ging wieder super schnell und ganz, ganz easy, kriegt jeder hin. Ich mache euch nachher ein schönes Bildchen noch, wenn ich das alles angerichtet habe, mit meinen Nudeln zusammen.
Ja, meine Lieben, und dann würde ich sagen, das, was ich bis jetzt geschmeckt habe, ist sehr, sehr lecker. Falls euch das Rezept interessiert, dann probiert es doch einfach selber mal aus und hinterlasst mir vielleicht ein kleines Feedback, wie es euch geschmeckt hat. Würde mich sehr freuen. Bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.